Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir gucken uns das Angel-Event an. Ich muss nur kurz was gucken, warum hier zwei Sachen plötzlich markiert sind. Der Mond ist aufgegangen. Das ist das Angel-Event. Was? Warum ist noch irgendwas anderes markiert? Einführung in den Inazuma. In die Inazuma-Mode. Okay, warum? Ach, das ist einfach nur näher dran, deshalb wird das. Hä? Ich dachte. War das nur los? So, wie ihr seht, ich habe nochmal Kuchisara gezogen, zum Glück. Und ich habe sogar gut abgegradet und ich habe sogar nochmal Ball gezogen. Beziehungsweise. Sorry, ist falsch, ich weiß. Ich habe es gelernt. Raiden Shogun. Ei. Nicht Baal. Baal war ja jemand anders. War mega Glück. Ich habe beide mit Einzelpuls gezogen. Und nicht. Es war echt nicht viele. Nachdem ich halt den 10er Pull gemacht habe, wo Raiden Shogun Nummer 1 und Jean drin waren, also war ich mega happy. Schade, dass ich aber Raiden Shogun nicht auf C2 bekomme. Denn das wäre, glaube ich, ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Aber so gefällt sie mir eigentlich auch sehr schön. Oh, hallo, du musst der Fischer sein, der von der Abenteurer-Gilde geschickt wurde, hm? Ich bin Kuchirai Momiji. Ja. Vom Angelverein. Also für alle. Ja, es ist ein Angel-Event. Ja, ihr müsst es nicht machen, wenn ihr nicht wollt. Aber euch entgeht natürlich Urgestein. Genau. Mal schauen. Wie schwer oder leicht das jetzt sein wird. Angeln war jetzt eigentlich mega leicht, muss ich sagen. Man hat da hierfür geangelt. Wir sind auch auf plus 5. Habe ich das Ding fertig. Mega coole Waffe. Kann man vielleicht auch für den nächsten Speerkämpfer nehmen, der dann jetzt kommt. Und wir sollen in Liyue mit dem Fischer sprechen dafür. Hallo, danke. Also, wer noch nicht Level 35 ist. Nee, wer noch nicht Level 30 ist, noch nicht angeln kann, noch nicht in dem neuen Gebiet ist, kann auch das Event nicht machen. Also bitte keine Nachrichten, ich kann das nicht machen, weil ich nicht. Ja, das wissen wir alle. Es muss mindestens Level 30 sein. Du musst die Flucht aus Rito gemacht haben in der Main Storyline. Du musst halt den Teepot haben, damit du die Angelquest überhaupt bekommst. Es ist nun mal so, dass sich jetzt alle Events in Richtung Inazuma verlagern. Wir bekommen zwar Ende des Monats nochmal ein Event in Liyue. Aber die meisten nächsten Events werden alle in Richtung Inazuma sein. Also werdet Abenteurer Rang 30. Kommt dahin. Macht die Events mit. Aber wir sind jetzt suchen nach einem bestimmten Fisch, dem Leviathan.
Okay. Wie geht wieder über verschiedene Tage? Ist klar. Okay, die anderen Sachen werden noch nicht angezeigt. Für heute innerhalb der vorgegebenen Zeit gefangene Zuckerblumen Medaka. Okay. Zwei, drei, fünf. Soll 5 das Schwere sein, weshalb hier wieder das Erz ist? Ja, das finde ich halt cool als Belohnung. Zu Herausforderungen. Wo ist das? Ach, da hinten. Verfolgen. Let's go. Wir gucken uns auch gleich noch das Panel an, damit wir die ganzen Belohnungen sehen. Ihr seht, man kann einen speziellen Zierfisch für seinen Teich bekommen, die Angel, die hier abgebildet ist. Und dann den Rest haben wir gerade gesehen. Mal gucken, brauchen wir eigene Köder? Müssen wir selber Köder herstellen? Könnten wir eine Liyue-Angel benutzen, wenn wir möchten? Okay, die alle fangen. Okay, es scheint, wir könnten wechseln, wenn wir wollten. Wenn mir fehlen irgendwie 5 oder 6 Fische und dann könnte ich 2 Angeln holen oder so. Aber weil meine Fischspots 0, gar nichts sind, weil ich 500 plus Fische schon zusammengefahren habe. Also ungefähr so kann man immer werfen, dass diese Plätscherwellen immer den Fisch erreichen, dann reagieren die Fische eigentlich immer ganz schnell auf den Köder. Problem ist natürlich, wenn wir jetzt hier in Richtung des falschen Fisches werfen. Nein. Okay, das sind ja auch die leichtesten Fischtypen, die man haben kann. Komm, schneller. Ja, danke. Nochmal. Jetzt will mich verarschen. Danke. Man sollte ja nur 5 fangen, ne? Ja, also da muss man aufpassen, dass man nicht die falschen fängt. Und das ist es im Prinzip auch schon. Das neue Event. Hey! Belohnung. Mega gut. Belohnung. Noch besser. Gleich hier mit Upgrade-Materialien für Artefakte. Das, ja, kann man mitnehmen, wenn man möchte, wenn man es braucht. Ich hätte sehr viel lieber gern mehr Geld und mehr XP-Schriften, denn genau das fehlt mir halt. Ja, noch ein Video dazu weiß ich noch nicht. Wenn jetzt irgendwas mega Schweres ist, dann vielleicht.
Es wird wahrscheinlich von Tag zu Tag immer ein bisschen schwerer werden. Mit so extra Aufgaben hier anscheinend. Denn da vielleicht nochmal ein Video von. Ansonsten ist es wirklich nur pures Angeln, was man jetzt die letzten paar Tage so gemacht haben sollte. Und ja, das war's. Nächstes Event, glaube ich, am 19. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich kann noch mal gucken. Nächstes Event, nächstes Event. Das habe ich natürlich. Das war das, das war das, das war das. Das ist Ende des Monats. Genau. Ende des Monats kommen die Events mit Kegeln und Jungling. Und dieses 7 Tage hintereinander einloggen, um 10 Wünsche gratis zu bekommen, Event. Wenn ich das richtig sehe jetzt hier. Genau. Dann suchen wir das. Das da, glaube ich, ist das. Genau, am 27.09. ist das, wo man diesen Fischklemor bekommt. Und am 19.09. ist das, wo man wieder seine NPCs auf Expeditionen schicken kann und die bringen dann halt auch Urgestein und sowas mit nach Hause. Ansonsten, das war. Ja, dann, ne, haben wir ja noch Ende des Monats dann Kokomi zum Pullen. Mal schauen, was das wird. Okay, und damit sind wir dann eigentlich durch. Wie gesagt, wenn das irgendwie noch mal richtig schwer sein sollte, kommt noch mal ein Video dazu. Ansonsten dann am 19. zum nächsten Event halt einfach. Bis dahin, ciao Leute.